kommt und holt sie. Das werden wir tun. Ich denke, da wird das ein oder die Garnisonsarmee, 326 Mann, das schenken wir uns. Ja, da muss ich mal gucken. Ich hoffe jetzt, nee, normalerweise sollten die Einheiten hier dabei sein. Die haben halt viele von diesen Jugendlichen, das sind halt Fernkämpfer, ne? Freie Heerbanner sind hier auch jede Menge. Der Untergang der Menschheit und dann so ein Rabe. Das ist natürlich eine Ansage. So. Ich meine, ich habe hier schon jetzt eine riesige Armee stehen, ne? Und da kommt jetzt gleich noch jede Menge anderes. So, wo könnt ihr denn überall lang, theoretisch? Ihr könntet hier lang. Aber ich denke, wenn ich hier dicht mache, wir haben hier jede Menge Einheiten an Prätorianern. So, das heißt, euch stelle ich jetzt erstmal... Ah, die kann ich nicht noch enger stellen. Dann müssen wir 4 Einheiten nehmen. Dann machen wir 4er-Trupps hier. Und hier habe ich auch noch Veteranslegionäre. Da sind ja auch viele, viele, muss man einfach so sagen, viele Garnisonstruppen dabei. Veteranslegionäre, das ist okay. Die stelle ich mal mit hier hinten hin. So, und ihr seid hier eigentlich jetzt mal die allerletzte Garnison. Ihr bleibt hier schön stehen. Hier habe ich noch meine Velites. Ja, bitte. So, dann hätte ich hier noch den. Ich bin schon bei 7, Leute. Die Dreier und die Vierer, die fasse ich mal zusammen. Dann könnt ihr mit hier oben verteidigen. Ich guck gerade, von wo die kommen können. Dann stelle ich hier 2 Einheiten hin. Ach, ihr Leute. Da reicht ja eine Einheit, wenn ich die hier hinstelle. Vernünftig. Ich meine, das sind... Ach, Leute, hier, was ist denn das hier für ein Gelände? Ist doch doof. Hier kann ich noch ein paar Mann hinstellen. So, hier stelle ich auch noch ein paar Mann hin. Dann ist hier erstmal alles dicht. Aber ich wette, von hier unten kommen auch noch ein paar. Das heißt, euch stelle ich jetzt mal hier in diesen Hof. Und dann könnt ihr dann immer noch ausschwärmen. So. Und das hier sollte klappen gegen die Armee. So, das heißt, die Einsatztruppen, ihr stellt euch hier vorne hin. Die Zweier, ihr stellt euch mit hier hin. So, und die Sechser hätte ich gerne noch. So, Moment, jetzt wird's unübersichtlich. Ich muss gleich mal ein bisschen langsamer hier machen. Weil, beim allerbesten Willen, ich kenne viele YouTuber, die auch professionell spielen und kommentieren. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Leute auch nicht zu 100% das hier gemicromanaged bekommen. Wir schicken den ganzen Haufen hier so, wie er ist, aber... Kommt, ich würde gerne alle hier markieren. Ihr da hinten auch noch. Wunderbar. Ihr marschiert jetzt erstmal hier mit hin. Oder hier an die Seite. So. Aber ihr lasst euch Zeit. So, und ihr wollt mich hier umgehen. Ich glaube, es hackt. Da gehen wir direkt in die gallischen Söldnerkrieger rein. So, und dementsprechend muss ich hier jetzt hier eine Flanke aufbauen. Ihr geht hier hin. Ihr nehmt euch hier die freien Heerbanner vor. Das dürfte nicht allzu lange hier dauern. So, euch muss ich nachziehen. Ihr macht hier die Flanke dicht. Euch ziehe ich jetzt hier vor. Zack, 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 zack. Ihr geht hier mit durch die Mitte. Zack. Und ihr müsst hier noch mit angreifen. Definitiv. So, ihr schwenkt jetzt hier mal ein. Das sind nur freie Heerbanner, aber trotzdem könnten die wehtun. So, ihr greift hier die leichte gallische Söldnerkavallerie an. So, ihr stellt euch mit bitte hier hinten hin. So, und geht hier... Oh, bindet die mal hier bitte schnell. Sonst machen die hier nämlich meine Fernkämpfer platt. So, ihr kümmert euch hier um die Fernkämpfer. Ihr kümmert euch hier um die und ihr um hier die. Ihr macht mal noch den Plänkelmodus aus. Zieht euch mal hier ein bisschen nach. So, ihr kümmert euch um den wunderbar. Oh, das finde ich aber uncool. Aber das hier ist nur leichte Söldnerkavallerie. Da sind meine Generäle eigentlich stärker. Perfekt. Ihr seid die Sechser. Ihr macht mal hier schnelles Nachladen und gibt mal da auf ins Gesicht. So, hier schwingen wir mal die Peitsche. Ihr könnt hier die Kollegen verfolgen. Und ihr kommt schon mal zurück und greift hier von hinten in den Rücken an. Ihr zieht euch ebenfalls zurück. Aus dem einfachen Grund, hier wird... was soll das denn hier? Greift mal hier die Mannen an.
So, hier ist noch eine Generalseinheit. Da müssen wir jetzt mal hier in den Rücken fallen. Aber der Rest hier muss ich jetzt echt mal zurückziehen. Die hier verlieren Einheiten ohne Ende. Wunderbar. Danach könnt ihr euch auch zurückziehen. Oder ihr müsst euch sogar zurückziehen. Weil sonst werden die hier überrannt. Zieht euch zurück, wunderbar. So, aktiv, die verlieren hier. Die Leibwache, denen geht's gut. Perfekt, perfekt, perfekt. Eine Einheit von euch, ihr kümmert euch mal noch hier drum. Genau, ihr geht mal hier in die freien Heerbanner, obwohl die jetzt wahrscheinlich eh aufgeben werden. Der General hier ist tot, wunderbar. Die freien Heerbanner hier, die machen gar nichts mehr. Dann geht weiter direkt zu den Steinschleuderern. Ich finde das ja von der Idee her cool, dass die jetzt hier meinen Einheiten ans Leder wollen. Aber, es ist gut gedacht, aber schlecht gemacht. Muss man ja einfach mal so sagen. So, ihr zieht euch zurück, ihr die Sechser hier, ihr zieht euch jetzt hierhin zurück. Den General, den haben wir hier mit Gruppe 7, der zieht sich ebenfalls hierhin. Also ihr müsst jetzt gucken, dass ihr hier wegkommt, Leute. Obwohl, ihr könnt euch mal hier umdrehen und in die Plänkler gehen, also, wir müssen uns hier definitiv neu formieren. Die Einheiten sind... Oh, die fangen an müde zu werden. Davon hier nichts kommt, werde ich jetzt mal hier die Einheiten separat gruppieren und ihr geht mal hier zur Verstärkung hin, bitte. So, ihr nehmt euch die zur Hand und ihr greift hier die ebenfalls an. So, ihr seid jetzt schon hier marschiert, aber wir müssen counterchargen. Ihr geht hier links auf die linke Flanke, ihr dreht euch auch ebenfalls um. Ihr nehmt euch die zur Hand. Und wir gucken, ob wir hier vielleicht noch ein bisschen was an Einheiten aufbauen können. So, hier haben wir noch eine Gruppe 2. Ihr geht hier mit zu den Heerbannern. Zack, 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 zack. Ihr geht, schließt hier mal die Lücke. Und die Sechser, ihr stellt euch bitte mal mit hier hin. So, die Einheiten hier sollten unterwegs sein. Wunderbar, das sind sie. Hier haben wir noch Equites. Die nehmen wir jetzt auch mal in eine separate Gruppe und lassen die mal hier vorgaloppieren, bitte. Ah, hier ist auch noch Generell und Leibwache. Die kommen noch mit hier in die Gruppe dabei. Und ihr guckt dann mal, dass ihr euch hier schnell hinbewegt. Zack, 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 zack. Habt ihr schon wieder schnelles Nachladen bereit? Wunderbar. Dann habt ihr überhaupt jemanden hier im Einflussbereich? Nee. Aber ihr könnt euch dann mal hier die vornehmen, die freien Heerbanner. Und dann könnt ihr auch ruhig Brandgeschosse nehmen. So, die binden die jetzt. Ihr Sechser zieht euch wieder zurück. So, ihr seid hier noch über, da, oh, was hier eine Massenpanik bei denen ausbricht, ne? Hier sind noch freie Heerbanner, aber die halten auch nicht mehr lange durch. Das ist jetzt uncool. Da werden wir jetzt hier den General mal nachziehen. So, und ihr fallt den Heerbannern hier mal in den Rücken. Dann sollten die auch hier relativ schnell dezimiert sein. Ihr kümmert euch jetzt mal hier noch um die Heerbanner. Ihr versucht, die hier noch abzufangen, damit die mir nicht hier in dieser Seite fallen. Und da hinten sind auch noch Einheiten, ne? Ja. Gut, der General hier hat geregelt. Ihr... Du und du. Ihr kümmert euch hier weiter mit drum. Wunderbar. Die haben aufgegeben. So, da kommt meine Kavallerie. Das müssten die Achter sein. Packen wir den noch mit dabei. Dann sind das auch die Siebener. Und dann gehen wir jetzt mal hier hinten hin und gucken mal, dass wir da noch ein bisschen was reißen können. So, der Rest der Truppen ist nicht mehr im Kampf. Das heißt, ich ziehe euch hier nach. Ne, hier ist gar nichts mehr in gegnerischen Truppen. Wunderbar. Die Einser, die Zweier und die Sechser. Ja, ich ziehe mal jetzt mal hier nach. So, was haben wir hier? Freie Heerbanner. Keltische Blänkler. Freie Heerbanner, keltische Blänkler. Gut, das heißt die Siebener. Ihr guckt jetzt mal, dass ihr hier in die Nähe kommt. Schön auf einer breiten Front. Habe ich die jetzt aktiv außer Atem? Aktiv. Blub, 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 blub. Das ist okay. Und dann gucken wir, dass wir hier mit der Kavallerie noch ein bisschen aufrollen. Weil hier kommen noch einiges an Einheiten zurück, wenn ich das richtig sehe. So, haben die... Was haben die denn? Nahkampfabwehrsturm, Bonus gegen Groß... Ja, gut. So. Das heißt, ihr greift hier mal an, ihr umreitet die. Ihr könnt auch hier von der Seite noch angreifen. Ihr geht hier auf die Seite. So, und dann kesseln wir die mal ein. Dass wir da ziemlich flott im Idealfall die Moral brechen. Verluste erfahren, wunderbar. Flanke wird angegriffen. Ich will jetzt versuchen, die einfach zu überrollen. So, so dachte ich mir das nämlich. So, die Siebener hier. Formiert euch mal hier neu, bitte. So,
Sehe ich das richtig, dass ihr mir da, dass ihr mich da angreifen wollt? Die 6. Ne, die 6er will ich. Ihr stellt euch später ein bisschen weiter hier nach vorne noch. So. Gut. Das heißt, ihr Equites greift hier an. Ihr geht hier noch ein bisschen um die Flanke. Ihr guckt mal, dass wir hier die noch in der Flanke erwischen. So, hier haben wir auch noch eine Gruppe. So, dann gucken wir hier, dass ihr hier noch in die Flanke fallt. Obwohl, gegen die gallischen Söldnerkrieger bin mir noch nicht so sicher. Hier fehlt aber noch einiges, ne? So, hier haben wir noch die Sechser. Ihr könnt euch mal mit hier hinstellen, wenn ich das richtig sehe. Ihr zieht euch erstmal zurück hier. Und hier haben wir noch leichte gallische Söldnerkavallerie. So, die Einser, ihr kommt mal mit hier vorne hin. Die Zweier, ihr kommt hier mit hin. Hier ist ja alles an Einheiten kaputt. So, ach kommt, geht drauf hier. Greift sie einfach an. So schnell wie möglich. Ne, die müssen wir hier neu formieren. Ganz einfach. Eieiei, was ein Stress, was ein Stress hier. Ihr zieht euch mal zurück jetzt, sonst, wenn ihr zu lange im Nahkampf hier bleibt, ist das nicht so geil. So, perfekt. So, das heißt, ihr, lieben Leute, könnt jetzt euch mal hier drehen. Und, huch, das wollte ich gar nicht. Counter-Charge die mal. Den Charge hier, den habe ich jetzt nicht ganz so geil, obwohl, das ist vernichtend für die. Flanke angegriffen, die kümmern sich um hier die. So, sobald die hier weg sind, überrolle ich jetzt hier die freien Heerbanner. Ich gucke mal, ob die hier einfach überritten werden können, aber ich glaube es fast. Klar kostet das ein paar Einheiten. So, ich mache jetzt hier einfach den Supercharge. So, jetzt könnt ihr hier noch Generaltod, Nahkampfkontakt, wunderbar. Und jetzt kann ich hier die Plänkler aufrollen. Weil hier ist es sind wirklich nur noch Plänkler. So. Oder ich ziehe euch hier so hin. Und dann könnt ihr auch einfach mal hier durchrücken. Oh, mir hat irgendjemand geschrieben in Facebook. Man hat es vielleicht gehört. Ja, was auch immer. So, und dann ist hier die Moral gebrochen, die Schlacht zu Ende und es ist ein entscheidender Sieg. Wir haben nur 400 Mann verloren und wir haben 3000 Mann getötet. 340 Kills, 200, 240, 440 Kills. Das ist doch hier die Top-Truppe mit 440 Kills. Ja, die anderen Truppen sehe ich leider nicht. Aber damit wären die größten Truppen der Piktonen im Staub zermatscht worden, muss man einfach so sagen. So, und damit ich den Spaß hier gerendert bekomme und ihr auch um 17 Uhr eure Folge zu sehen bekommt, zwar am nächsten Tag erst, werde ich jetzt eine kleine Aufnahmepause machen und werde dann gleich noch weiter aufnehmen. Es gab einen Umsturz, gut, damit kann man leben, aber zuerst ziehen wir hier die Einheiten noch wieder hier rein, wunderbar. Die Einheiten hier dürften alle super angeschlagen sein. Ja, perfekt. Obwohl, die sind relativ früh geflohen. Und hier dürfte ich nicht wirklich viele Verluste gehabt haben. Wenig bis gar keine. Wunderbar. Da könnte ich jetzt mit jeder Armee theoretisch direkt nachsetzen. Aber gut, da gucke ich mal bei. Hier die Armee ist noch am Ausbilden. Die hier sind... Ja, die bleiben hier erstmal stehen. Mal gucken, was wir hier an Söldnern haben. Gar nichts. Gut. Oder auch nicht gut. Das hier ist alles neu Karthago. Das heißt, da wird bald wieder ein Krieg losbrechen. So, und sobald wir dann hier die Armeen besiegt haben, etc., bla 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 bla. Ich wollte hier noch ein Attentat machen. Fein verwundet, perfekt. Hier machen wir auch noch ein Attentat. Ein Gemetzel. So, willkommenes Scheitern ist okay. Willkommenes Scheitern ist immer noch besser als verletzt. Und die gute Frau macht hier auch noch ein Gemetzel. Und dann setzen wir den noch ein bisschen nach. So, hier wollte ich dann noch ein paar Unruhen stiften eigentlich. Feind gemeuchelt, ja. Wunderbar. Sabotage. Ich würde gern Unruhen stiften. Sabotage erfolgreich. Gut. Wunderbar. Dann machen wir hier noch einen Umsturz. Sklaven sammeln.
Und das wird dann schon. Umsturz erfolgreich. Perfekt. So, gut. Dann vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Tschüss, tschüss.